2014 besuchten wir den Wilden Westen der USA. Ausgangspunkt war Denver, die Hauptstadt des Staates Colorado. Wir fuhren durch den Rocky Mountains Nationalpark in Wyoming weiter zu den vier Präsidenten am Mount Rushmore in South Dakota. Wieder in Wyoming besuchten wir den Yellowstone Nationalpark. Weiter ging es über Idaho nach Salt Lake City, der Hauptstadt des Staates Utah. Letzter Höhepunkt war der Flug nach Seattle, Hauptstadt des Staates Washington. Auf geht's nach Denver. Unsere Reiseleiter waren Herr Heidecker und seine Tochter Stephanie. Unser Hotel, das Hilton Garden Inn, lag sehr zentral, ganz in der Nähe der Einkaufsmeile der Hauptstraße Denvers. Am ersten Montag im September ist in den USA Labor Day, Tag der Arbeit. Und so feiert man in Denver. Im Colorado Center in Denver, da gibt's doch meistens was zu sehen. Denver besitzt als Hauptstadt Colorados natürlich auch ein Kapitol. Wie üblich orientiert sich der Baustil am Weißen Haus in Washington. Die 15. Stufe zum Kapitol liegt genau eine Meile über dem Meeresspiegel. Ich habe da hineingeschaut vom Bach
Und dann haben sie dann in der Hier wurde gerade über die Freigabe von Drogen im Staat Colorado verhandelt. Und nun zu Molly Braun aus Denver. Sie überlebte nicht nur den Untergang der Titanic, sondern war auch an der Rettung zahlreicher Passagiere beteiligt. Und hier das Braun Hotel, es gehörte ihrem Ehemann. Diesen Panoramablick genossen wir vor dem Besuch des Denver Art Museums. Mit der sehr beeindruckenden Sammlung indianischer Kunst stimmten wir uns auf unsere Reise ein. Vor der Weiterfahrt zum Estes Park besuchten wir noch das alte Denver.